Mein Partner von FC Schalke, Rüdiger Abramczyk, wir sind ja zusammen in die Nationalmannschaft gekommen und da war eben ein Länderspiel gegen die Schweiz. Ich kann mich noch gut erinnern, wurde über außen angegriffen. Ja. Und Abramczyk war ein schneller Spieler, der auch gut flanken kann oder konnte aus dem Lauf. Und das hat er gemacht und gar nicht lange gefackelt. Und natürlich war der Ball ein bisschen zu hoch. Und es war gar keine andere Möglichkeit. Aber es ist so, es war genug Raum da, weil es aus einem schnellen Spiel nach vorne entstanden ist. Und ich flachse ihn immer wieder und sage, eigentlich war das eine schlechte Flanke. Mit Kopf konnte ich gar nichts machen. Und deswegen habe ich den Fallrückzieher angesetzt, weil ich konnte das. Ich habe 1975 schon eingemacht für Schalke in Karlsruhe. Und die Situation hat es erlaubt. Und dann habe ich ihn angesetzt. Und natürlich muss er reingehen. Torwart steht im Tor. Das Tor so groß ist das Tor auch wieder nicht. Und ja, natürlich ohne Glück geht es überhaupt nicht. Und das hat gepasst. Und deswegen dieses Tor. Habe ich nicht geübt, dass wir natürlich Flanken von links und von rechts, wenn wir gespielt haben, ob wir jetzt 11 gegen 11 gespielt haben oder Sturm gegen Abwehr, dann gab es einfach die Aufgabe von rechts und von links außen damals, den Mittelstürmer zu füttern mit Flanken. Und er muss eben schauen, dass er die guten Flanken oder auch schlechten Flanken mal verwertet. Und ich muss dazu sagen, dass die wirklich gute Flanken schlagen konnten. Und das ist zwar unheimlich wichtig, dass sie dann bis zur Grundlinie kommen und von der Grundlinie weg vom Tor, dann hat der Torwart weniger Chancen. Und das konnten die. Das ist natürlich im Training auch passiert, dass wir da geübt haben. Und ich habe natürlich auch noch immer nach dem Training, immer noch geübt, Bälle zu verwandeln, mit links, mit rechts, egal wie sie gekommen sind. Weil ein Trainer zu mir gesagt hat, war für mich der beste Trainer, hat er damals gesagt, Fitschi, hast du in Bundesliga keine Zeit, zwar in Jugoslawien, musst du Ball nehmen, wie Ball kommt, nimmst du mir Ball mit Spann, triffst du das Tor, triffst du nicht, machst du weiter. Ja, und das habe ich befolgt, aber ich habe es trainiert nach dem Training noch, um nur die Sicherheit zu haben und ich glaube, da bin ich sehr gut gefahren mit. Ja, auf jeden Fall, weil wir lagen ja gegen die Franzosen in der Verlängerung schon 3-1 hinten. Dann kam Rummenigge rein. Rummenigge war ja das ganze Turnier immer leicht angeschlagen. Und ja, der macht dann das 3-2 und das ist natürlich das ist eine Situation, da geht ein Ruck durch die Mannschaft. Und ja, der Ball kam von Bernd Förster nach links zu Berlit Baske, der nach innen geflankt und Horst Rubesch legt den Ball zurück. Und für mich, ich stand mit dem Rücken zum Tor, für mich gab es ja gar keine andere Lösung, wie sofort den Ball mit diesem Fallrückzieher. Es ist wieder ein anderer Fallrückzieher. Und ja, auch der, da muss man Glück haben, dass ins Eck geht, der Torwart ist auch da. Und ja, das war unheimlich wichtig, weil es war das 3-3, dadurch kam es ja zum Elfmeterschießen, wo wir dann gewonnen haben und wir sind dann ins Endspiel gekommen. Na gut, das war schon mal eine Erleichterung, dass wir überhaupt im Endspiel waren. Und ich glaube ja nicht, dass so viele mit uns gerechnet haben, dass wir ins Endspiel kommen. Weil 78 lief ja gar nichts und dann 82. Und das war dann noch eine tolle Leistung von uns. Und ja, wer gegen Italien mal 1-0 hinten liegt, ja, der wird es ganz schwer. Weil die spielen ihren Catenaccio wie keine andere Nation. Das sind die Perfekten und eigentlich waren wir die tonangebende Mannschaft, aber die haben uns die Tore gemacht. So ist es im Fußball. Ist natürlich der Zweite, eigentlich zählt der Zweite nicht, da kann man immer wieder sehen, auch ob Champions League, egal was, oder Europameisterschaft, wenn man nur Zweiter wird. Aber für mich persönlich war es ein toller Erfolg, weil ich war ja schon weg vom Fenster durch meinen Schienbeinbruch, den ich dann wo ich nicht zur Europameisterschaft konnte, wo ich alle Qualifikationsspiele mitgemacht habe. Das war nur ein Höhepunkt für mich in meiner Karriere. Und da bin ich dankbar, dass ich da
nochmal die Chance bekommen habe. Und ja, das war das Endspiel dann auch Ende meiner Karriere in der Nationalmannschaft. Ja, es gibt in dem Sinne ganz wenige Mittelstürmer in Deutschland oder die für Deutschland spielen können. Im Moment haben wir mit Gomez und mit Wagner zwei Spieler, die vielleicht in Frage kommen. Aber mittlerweile sind sie auch schon über 30, der ist schon über 30, 32. Und Jogi Löw, der betet jeden Abend, dass den beiden nichts passiert. Weil ich glaube, das ist schon ganz wichtig, da man so einen Mittelstürmer hat, der, wenn man gegen einen defensiven Gegner spielt und durch die Mitte machen die ja die Räume so eng, dass man nicht durchkommt. Und dann muss man über außen agieren mit guten Flanken. Und wenn dann einer da ist, der mal oben in der Luft sehr stark ist, dann auch wenn er nicht den Ball erreicht, aber doch ein oder zwei Gegenspieler schon beschäftigt da oben, dann der andere vielleicht, der noch da ist, dass er in der Lage ist, dann das Tor zu machen. Oder er selber. Und das ist schade. Wir haben ihn versäumt, solche Spieler auszubilden, den klassischen Mittelstürmer. Und ich halte auch nichts von der falschen Neun, muss ich ehrlich sagen. Und, aber es gab ja damals, zu meiner Zeit schon, so, dass sehr wenige Außenstürmer sind, auch ausgestorben, wo man da mit zwei Spitzen gespielt hat. Dann geht's, jetzt geht es wieder, jetzt haben wir wieder Leute, die auf der Außenposition spielen können, aber jetzt haben wir keinen, der vorne drin. Und ich hoffe, ja, das wieder versuchen, die Vereine müssen das versuchen, talentierte Stürmer auszubilden. Unheimlich wichtig, ein guter Kopfballspieler. Ja, der kann immer was machen, wenn er ein gutes Timing hat, wenn er hochgeht und so weiter. Aber das ist im Moment Mangelware. Der letzte war Miroslav Klose. Diese Position, wie er gespielt hat, das wäre meiner Meinung nach der ideale Stürmer. Lewandowski leider für Polen, wäre auch noch. Aber wie gesagt, da habe ich meine großen Bedenken, was auch die Europameisterschaft, wo wir verloren haben gegen Frankreich. Klar besser, aber die haben 2-0 verloren. Das Talent muss da sein, das ist die Voraussetzung. Und natürlich muss ich da, was gerade das Kopfballspiel anbelangt, zu meiner Zeit, wir unterhalten uns auch, wenn wir uns treffen mit Uwe Seeler und so weiter, und das Kopfballpendel damals da war, das gibt es heute nicht mehr. Da haben wir uns das Timing, wann ich hochgehe, man hat sich die Technik, wie köpfe ich, und natürlich, was dazu kommt, die Sprungkraft, weil ich kann ja diesen Ball immer ein bisschen höher ziehen. Und dann muss ich eben versuchen, hochzukommen, und das ist nicht mehr, und deswegen, wenn ich so zuschaue und welche Kopfballspieler wir haben, nicht nur wir, sind ganz wenige, die so ein perfektes Kopfballspiel haben, zum Beispiel Cristiano Ronaldo, das muss ich einfach so sagen, der hat ein perfektes Kopfballspiel, aber da gibt es nicht so viele, Lewandowski auch, klar, aber ich sage mal, die kann man zwei Händen weltweit abzählen. Und das ist eigentlich schade, weil gerade diese Position ist unheimlich wichtig. Nee, mit Bier und Nüsschen nicht. Meine Enkelkinder, die kommen runter. Wir schauen gemeinsam und schauen jedes Länderspiel, keine Frage. Wir sind ein bisschen kritisch auch, wenn es nicht so läuft. Aber deutsche Nationalmannschaft, Länderspiele, immer gerne, wie die Bundesliga auch. Sportsendung hauptsächlich, also die interessieren mich nicht nur Fußball, auch andere Sport, Wintersportarten, Sommersport, die interessieren mich. Und noch mehr interessiert mich, wenn ein Deutscher diese Qualität hat, in der absoluten Weltspitze mitzulaufen oder zu springen, wie Hannawald das war. Ja, da hat man sich gefreut auf solche Ereignisse, und das war ich gerne, viel mehr okay. Mein Gott, da muss ich ab und zu mal ein Auge zudrücken, mit meiner Frau dann gucken.